Moin, Halloween liegt in der Luft und ich will mich schon mal ein bisschen heute in Stimmung bringen für das kommende Halloween-Update. Ihr seht, ich habe mich schon mal ein bisschen umgezogen und ich möchte heute ein ganz besonderes Championat reiten. Und zwar habe ich mir dafür natürlich das letzte Championat des Tages ausgesucht, damit es besonders gruselig ist. Viel Spaß dabei! Heute möchte ich etwas ausprobieren, was ich tatsächlich noch nie gemacht habe, weil ich es irgendwie immer vergessen habe. Keine Ahnung. Ich möchte ein Championat reiten und mein Pferd ein bisschen verkleiden. Ich habe nämlich vom letzten Halloween-Event noch hier dieses Pulver, was man über sein Anfangspferd streuen kann. Und ja, wie gesagt, irgendwie habe ich es noch nie ausprobiert. Ich dachte, ich werde mein Anfangspferd mal als Mumie verkleiden. Und das Championat heute, das letzte des Tages reiten. Das ist hier heute 23 Uhr New Hillcrest. Ihr seht, es ist jetzt 22:39 Uhr. Ich habe also noch ein paar Minuten Zeit. Genug Zeit also, um mein Anfangspferd auszurüsten mit diesem netten Pulverchen. Und mal gucken, wie es dann aussieht. Hier steht mein Cinnamon Sparkle. Du armes Pferd, du wirst jetzt verkleidet. Ich hoffe, du magst es leiden. Ich bin mal gespannt, ob man Sattel und sowas dann noch dadurch sieht oder ob das alles mit verkleidet wird oder ob ich dich nochmal umziehen muss. Okay, wir gucken uns das jetzt mal alles an. Gemeinsam. Los geht's. Gut, dann werde ich dich mal hier verkleiden, einwickeln in eine Mumie. Ich bin mal richtig gespannt, weil wie gesagt, ich habe es noch nie ausprobiert. Und es hält für 30 Minuten an, also sollte das klappen mit dem Championat gleich in einer Viertelstunde. Genau, hier steht noch, das funktioniert nur bei dem Anfängerpferd. Und ja, gucken wir mal. Ah, ich muss absteigen. Hätten wir das auch rausgefunden? Ach, wie witzig! Oh Gott, du bist wirklich eine Mumie. Crazy, kann ich jetzt aufsteigen? Yay, kann ich dich satteln? Ja, aber man sieht den Sattel. Nein, da muss ich dich noch umdingsen. Ach, wie cool ist das denn? Guck mal hier, eine so eine Klammer, die das festhält. Lustig. Okay, das passt nicht. Soll ich dich mit irgendwas satteln oder gar nicht? Das muss ich mir jetzt noch mal ganz fixi überlegen. Ich habe hier natürlich diese Mumiendecke, die passt da natürlich dazu. Und auch den Mumiensattel. Und ja, auch das Mumienzaumzeug. Ich bin ja ausgerüstet, mumientechnisch. Wobei, ich glaube, es ist tatsächlich lustiger, ohne alles zu reiten. Ich nehme euch mal mit, aber ich glaube, ich reite einfach nur so auf dem gewickelten Pferd. Och, du guckst schon so ein bisschen verschreckt, würde ich mal sagen. Finde ich mega witzig. Okay, machen wir heute ein Champi auf Mumien. Mumierisches. Sehr lustig. Ach ja, ich glaube bei dem Halloween-Event werde ich mir noch ein paar mehr Pulver holen. Das ist ja mega lustig.
Ich finde ja, New Hillcrest ist das perfekte Championat, um als Mumie hier gruselig herumzureiten, weil das ist ja auch so, wenn man durch dieses Moor reitet, ja schon auch so ein bisschen gruselig. Und jetzt so spät in der Nacht, mal gucken, wie viele Leute überhaupt noch da sind und was sie sagen werden zu meinem Mumienpferd. Lustig. Mega. Habt ihr gesehen, hier hinten im Schweif ist ein bisschen Spinnenwebe. Cool, so ein Championat bin ich noch nie geritten. Premiere. So, das Champi geht gleich los. Ein paar Leute sind hier mit mir und warten, dass die Wettbewerbsgruppe erstellt wird. Und dann gucke ich mal, wie ich hier so zurechtkomme auf meiner Mumie. So, ohne Ausrüstung und Champi-Werte. Eieiei, und das in New Hillcrest. Das kann eigentlich nur eine Katastrophe werden. Aber witzig ist das. Wer von euch hat das denn auch schon mal ausprobiert? Seid ihr schon mal ein Champi geritten? Als Mumie? Oder was gab's noch? Skelettpferd? Und irgendwie Dunkelheit. Ich muss das alles einmal austesten. No! Bleib ich gleich schon hängen. Auf jeden Fall finde ich mich sehr passend zurechtgemacht für diesen gruseligen Sumpf des Nachts. Ich finde, da passt eine Mumie sehr gut rein. Wow. Haben sie mich doch noch erwischt, die Viecher. No, und jetzt auch nochmal. Aber so richtig. Hey, ich dachte, ich bin immun mit meinen Bandagen. Da könnt ihr mich irgendwie gar nicht stechen oder so. Ja. Ach, 7 Leute machen hier mit. Nice. Kleine, gemütliche Gruppe. Ja, und hört ihr dieses Gequake und Gezirpe hier? Grusel, grusel. Ich bin mega gespannt auf das Halloween-Update. Ich hoffe, es gibt da wieder irgendwelche richtig coolen Sachen, so ein Gruseltrail und Kürbisjagd und keine Ahnung, vielleicht irgendwie Special Gruselrennen oder irgendwas. Haha, die Nacht bricht herein. Ja, ja. Das ist schon nice. So, Mumie, ins Ziel mit dir. Yay. Fein. Glückwunsch an alle, die hier beim Championat mitgemacht haben. Chiara Beach Sand, Caitlin Summer Sand, Bella Big Book, Leia Weisford, Emma Claynos und Ida Bluegrove. Und jetzt ab ins Bettchen. Es war mega witzig. Ich fand's mega witzig, hier als Mumie ein Championat zu reiten. Ich werde die beiden anderen Pulver auch nochmal austesten. Und ich glaube, es hält ja noch ein paar Minuten an. Ich werde jetzt hier ein bisschen rumspuken und die Kinder erschrecken. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert und im Video einen Daumen nach oben gebt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ich freue mich, eure Leia.